nach dem Spiel um Platz 3 bei uns am Mikrofon Bennett Wiegert. Bennett, 2 Spiele verloren, 1 gewonnen. Was steht unterm Strich für dich als Trainer? Ja, aufschlussreiche Erkenntnisse, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein sollten. Das ist einfach so, das muss man jetzt anmerken. Klar sind wir auch in einer vollen Belastung, aber das ist keine Entschuldigung. Wir wollten uns hier auch ein gutes Gefühl holen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben noch eine Menge Arbeit bis zum 10.2. Das steht unterm Strich. Zufrieden sein konnte Bennett Wiegert nach der 13:15 Niederlage gegen den EHV Aue beim Peugeot Cup am vergangenen Sonntag wirklich nicht. Zu viel Schatten, zu wenig Licht war an diesem Tag in Dessau bei seinem Team zu beobachten. Die Niederlage gegen Aue im Spiel um Platz 3 war allerdings besonders schmerzlich. Doch alles der Reihe nach. Zusammen mit dem DHFK Leipzig, den Füchsen Berlin, GWD Minden, dem Dessau-Rosslauer HV 2006 und den Auern, die für den insolventen HSV Hamburg eingesprungen waren, ging es am Sonntag in der Anhalt Arena in Dessau um den traditionsreichen Peugeot Cup. Für die Magdeburger ist das Turnier schon lange ein fester Termin in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Dieses Jahr sorgte er aber für ein kleines Kuriosum. Neben dem aktuellen SCM-Trainer Bennett Wiegert konnte der SCM-Fan auch gleich mehreren seiner Vorgänger bei der Arbeit zusehen. Der Peugeot Cup ist ja fast ein Magdeburger Klassentreffen. Wenn man sieht von den Trainern her, Frank Carstens, Uwe Jung-Andreas, Bennett Wiegert, Christian Prokop. Schönes Gefühl, schönes Turnier hier. Ja, das ist tatsächlich sehr schön. Habe mich auch schon die ganze Zeit darauf gefreut, hier viele Leute wieder zu treffen aus Magdeburg oder eben auch aus anderen, mit anderen Bezugspunkten. Das ist eine gute Geschichte, denn natürlich sind solche Turniere oder Spiele, Wettkämpfe insgesamt natürlich für die Spieler auch schöner, weil endlich mal was passiert. Man muss nicht immer nur trainieren, sondern man kann auch mal ein bisschen das tun, was man am liebsten macht, nämlich spielen. Und ich glaube, das sieht man auch. Handball gespielt wurde dann auch tatsächlich. Den Start machte der SCM eben gegen Frank Carstens Mindener. Der Zweitplatzierte der zweiten Liga hielt zu Beginn der Partie gut mit. Erst nach knapp 7 Minuten konnte sich der SCM etwas absetzen. Unter den Torschützen war auch Neuzugang Jens Schöngard, der mit dem 7:3 für die Magdeburger sein erstes Spieltor für seinen neuen Verein erzielte. 7:3 SC Magdeburg, die 9. Spielminute und das Tor. Sein erster Spieltreffer für den SCM, Jens Schöngard. Die Grün-Weißen aus Minden konnten da kaum mithalten. Der SCM ging nach 15 Minuten mit einer 11:7 Führung in die Pause. Nach der Pause ging es erst einmal so weiter. Ab Minute 20 drehte der Zweitligist jedoch auf. Dank eines stärker werdenden Kim Sonne-Hansen im Tor und immer unorganisierter spielenden Magdeburgern schafften sie mit einem 5:1 Lauf den Ausgleich. Eine halbe Minute vor Schluss gelang ihnen durch einen 7 Meter von Alexander Svitlika sogar der Führungstreffer. Und das 15:14 Führungstor GWD Minden mit dem verwandelten 7 Meter durch Alexander Svitnica. Der direkte Gegenstoß brachte dem SCM nichts mehr ein. Der Turnierstart war mit einer 13:15 Niederlage also alles andere als optimal. Die Chance zur Wiedergutmachung bot sich dann im Spiel gegen eine weitere Mannschaft, deren Trainer den Magdeburgern wohl bekannt ist. Der nächste Gegner war der Dessau-Rosslauer HV 2006 unter Trainer Uwe Jung-Andreas. Die Hausherren hatten vorher gegen Minden trotz 14:15 Niederlage kämpferisch überzeugt und machten auch dem SCM anfangs das Leben schwer. Mit Vincent Sohmann, Tomasz Geballa und Alexander Saul, aber ohne Marco Besiak, der sich am Finger verletzt hatte, dauerte es bis zur 6. Minute, bis die Magdeburger ihren knappen Vorsprung auf 2 Tore ausbauen konnten. Die Dessau-Rosslauer blieben dran, für sie ging es jedoch mit einem 6:10 Rückstand in die Pause. Für Bennett Wiegert Zeit, weiter an der Taktik seiner Mannschaft zu feilen. Offenbar mit Erfolg, denn in Halbzeit 2 konnten die Magdeburger immer wieder mit schnellen Gegenstößen zum Torerfolg kommen, so wie hier Vincent Sohmann zum 15:8. In der Schlussphase ließ dann die Konzentration auf beiden Seiten etwas nach. Den Schlusspunkt der Partie setzten die Hausherren durch Daniel Schmidt zum 12:18 Endstand. Durch die Niederlage gegen Frank Carstens Mindener im ersten Spiel blieb den Magdeburgern nur das kleine Finale gegen die Spieler des EHV Aue, die vorher immerhin schon den SC DHFK Leipzig besiegt hatten. Es war also Vorsicht geboten, auch wenn der SCM als Favorit ins Spiel ging. Na klar, wir sind ja, glaube ich, Favoriten. Das sollte schon unser Anspruch sein, jetzt gegen Aue zu gewinnen. Aber wie das halt so ist,
Und gegen Erstligisten-Spiel sind die Leute immer extra motiviert und deswegen müssen wir ja wieder höllisch aufpassen und uns, obwohl es jetzt echt zäh wird und anstrengend, müssen wir uns da jetzt nochmal zusammenreißen. Dass das schwer werden könnte, ließ schon der Anfang der Partie erahnen. Jan Veit mit dem 1:0 für die Auer nach knapp 2 Minuten. Der SCM nahm das als Weckruf und wurde wacher, zeigte aber auch eines seiner Probleme in dieser Spielzeit, die Chancenverwertung. Ungeschnitten geht die Szene weiter, Yves Grafenhorst zum Zweiten. Trotzdem fingen sich die Magdeburger wieder und gingen nach 7 Minuten durch Jakob Begerstedt mit 4:3 in Führung. Das Spiel des SCM blieb aber weiterhin fahrig, während die Spieler des EHV ihre Chancen nutzten. Sieben zu vier für die Auer durch Sebastian Paraschiff. Pausenstand 8:5. Wie wenig das den Ansprüchen der Magdeburger entspricht, können sie selbst aus den Gesichtern ablesen. In Hälfte 2 wurde es erst einmal nicht besser. Das 10:5 für Aue per 7 Meter. Und 10:5 Aue von der 7-Meter-Linie mit der 3, Erik Meinert. Und im Gegenzug scheitert Alexander Saul an Torwart Radek Musil. Trotz zweier Tore in den letzten 2 Minuten schafft es der SCM nicht mehr, die Auer Führung in Gefahr zu bringen und verliert nicht unverdient mit 13:15. Damit reicht es nur für Platz 4 im Turnier und viele Erkenntnisse für Trainer Bennett Wiegert, wo seine Mannschaft derzeit steht. Turniersieger wurde übrigens wieder ein Zweitligist. Frank Carstens schlug mit der GWD Minden im Finale die Füchse Berlin mit 21:12. Ein gutes Omen für den Kampf um den Aufstieg.